Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Hilde. Heute möchte ich gern diese herzige Karte machen. Die ist jetzt gedacht für Muttertag oder einen besonderen Geburtstag für einen ganz lieben Menschen. Die hat jetzt eine Besonderheit, das ist auch mit einer Schablone von Dutch Du Badu gemacht. Und die hat jetzt hier von mir noch einen Herzverschluss bekommen. So sieht sie jetzt aus, wenn sie offen ist. Ich habe jetzt bewusst noch meinen Textstempel nicht hingesetzt. Der wird jetzt ganz persönlich und da möchte ich jetzt nicht, dass diejenige das schon vorher sieht, was ich da reinschreibe. Und deswegen lasse ich das so. Die ist hinten natürlich auch beklebt. Ist eigentlich eine Karte, die sehr einfach und leicht zu machen ist. Und ich glaube, da freut sich der Empfänger ganz bestimmt. Also wie gesagt, wenn ich das hinlege, geht das einfacher. Mein Verschluss, dieses Herz. Ja, das ist jetzt der Vorführeffekt. Jetzt geht's. So, dann zeige ich euch jetzt gleich, so, wie ich das gemacht habe. Meine heutige Karte brauche ich ein Reststück glänzendes Papier, Glitzerpapier oder jedenfalls für den Hintergrund etwas, was das Ganze ein bisschen edler macht. So, dann brauche ich einen weißen Kartenkarton. Dies hier ist jetzt Fotopapier matt, 200 Gramm schwer, beidseitig matt beschichtet. Das nehme ich am allerliebsten für meine Kundenkarten. Also das ist bei mir Standard. Dann wieder eine Schablone von Dutch Du Badu. Das ist diese mit den schönen Schmetterlingen. So, ein paar Stempelabdrücke. Mal sehen, was wir davon am besten nehmen. Dann natürlich Klebeband, ein Stift, ein paar ausgestanzte Blümchen in Weiß, die ich dann wieder einfärbe mit Stempelkissen, wie ich die dann brauche. So, dann brauche ich einen Bordürenstanzer. Natürlich Designpapier. Das ist jetzt auch zweiseitig. Da kann ich dann, je nachdem, was ich jetzt genau mache, mich dann entscheiden, welche Seite ich verwende. Und dann auf jeden Fall brauche ich Herzstanzer. Also wer jetzt nicht mit diesen Tinlits oder Dice für die Big Shot arbeitet, der kann auch eine ganz einfache Herzschablone nehmen. Also das bleibt dann jedem selbst überlassen. So, als allererstes beginne ich jetzt damit, dass ich mir meine Schablone auf meine Kundenkarte anbringe. So, die passt genau auf ein DIN A4 Blatt. Ich brauche jetzt mein Washi Tape. Ich ein bisschen befestige, damit es nicht rutscht. Leg das genau an die obere Kante an. Dann brauche ich mal wieder eine weniger zu schneiden. So, und leg dann hier unten mein Washi-Tape ab. Jetzt gehe ich hin, gehe um die Außenlinien. Bei dieser hier ist das jetzt hier am Rand ein Schmetterling. Möchte ich jetzt da ein Herz haben, dann gehe ich die Außenlinien nur bis dahin, wo der Schmetterling anfängt, leg dann hier ein halbes Herz Schablone, eine halbe an. Genauso auf der anderen Seite. Also kann ich diese Schablone, wenn ich jetzt eine Hochzeitskarte machen will, genauso gut als Herzschablone benutzen, also als Hochzeitskartenschablone. So, aber ich möchte jetzt heute eine mit Schmetterling. Jetzt schön rundherum. So, und dann diese mittleren Linien hier. Das sind die, die zum Rillen da sind. So, das kann ich nachher ausradieren, wenn ich gerillt habe. Das brauche ich nicht. Und die anderen Linien, die innerhalb dieser Fächer sind, die sind jetzt genau passend für das Designpapier. So, und da wir schon davon reden, jetzt nehme ich meine Schablone ab und nehme mein Designpapier und mache mir jetzt genau das Gleiche. Dieses Designpapier hat jetzt hier Streifen. Hier Blumen. Da ich jetzt, wenn ich eventuell die Streifen benutzen möchte, dann die in der Länge haben möchte, nicht quer, muss ich dann aufpassen, wo ich meine Schablone jetzt genau anlege. Jetzt lege ich hier oben schon gleich bei der inneren Linie an und klebe mir mit Washi-Tape fest. Und dann brauche ich nur noch meine inneren Linien überall nachzuziehen. So. Das Ganze mache ich dann nochmal auf diesem Papier, also dass ich insgesamt vier
also das Ganze für hinten und vorder, für die hintere und die vordere Seite der Karte habe. So. So, hier unten nochmal. Und hier. Da habe ich noch nicht alles nachgezeichnet. Auch den Schmetterling, auch das Innere. So. Mein Stift wird schon wieder stumpf. Ich müsste den eigentlich jetzt schon wieder spitzen. So, der ist ein ziemlich weicher Stift. Der lässt sich dann aber nachher gut ausradieren, wenn mich diese Linien, wenn ich ausgeschnitten habe, noch stören würden. So. Das mache ich jetzt hier unten auch und schneide mir meine Teile aus. Habe einiges an Vorarbeiten geleistet. Habe mir zwei glitzerrote Streifen mal geschnitten, vorsichtshalber. Meine gestempelte Blume ausgeschnitten. Meine Herzen gestanzt, die werde ich dann so zusammensetzen. Habe mir jetzt noch eine weiße Bordüre gemacht. Die passt jetzt genau in diesen Zwischenraum. Die Schmetterlinge und Teile für die Karte von diesem Designpapier sind fertig geschnitten. Und meine Karte ist fertig geschnitten. Die kann ich jetzt hier noch ein bisschen nachher mit der Feile ein bisschen ab oder eine Raspel ein bisschen abraspeln, dass es sauberer aussieht. So, jetzt gehe ich erstmal hin, nehme mein Rillboard und drille jetzt diese Rillfalten, diese zum Zusammenfalten. So, dann kann ich anschließend mit einem Radierer die ganzen Linien und ganzen Bleistiftreste entfernen und kann mit dem Bekleben beginnen. So, das habe ich jetzt soweit fertig. Jetzt nehme ich mein Radiergummi und mache mir jetzt meine Karte schön sauber. So. Nicht alles weggeht, das ist nicht so tragisch. Da kann ich nachher noch ein bisschen mit Distress Ink an den Kanten arbeiten. Dann fällt das nicht mehr auf. Also, da habe ich vielleicht ein bisschen fest aufgedrückt beim Einzeichnen. So. Wenn das nachher geknickt ist, werde ich dann mit Distress Ink ein bisschen distressen. So. Die Rückseite ist ja sowieso, die werde ich schon für innen nehmen. Die lasse ich dann weiß. Jetzt kann ich hingehen und kann jetzt schon mal meine Karte so weit bekleben, wie ich das möchte. Jetzt habe ich hier meine Innenteile für die Mitte. Ob ich jetzt ein blaues nehme, ich bin mir noch nicht so sicher. Oder jetzt dieses bunte. Für außen werde ich auf jeden Fall das bunte nehmen. Jetzt bei diesem blauen, wenn ich das nehmen würde, würde ich jetzt hingehen. Lege mir jetzt hier meine roten, so ein bisschen, dass nur noch ein blauer Rand zu sehen ist, meine roten Streifen an. Klebt mir die dann fest. Wenn ich dann meine Mittelpinsel, also diese Spitzenborte, auflege, fällt nur noch ein ganz schmaler blauer Rand auf. Und darauf kommt dann meine Rose mit 3D-Klebepads. So, dann kommt dann noch ein Shift-Stempel hier drüber. Die Seitenteile werde ich dann auch in Blau aufsetzen. So. Und die Schmetterlinge, das werde ich dann zuletzt aufkleben. Also jetzt werde ich erstmal beide Seiten meiner Karte bekleben. So, meine Karte ist beklebt. Hinten bunt, außen, innen mit dem Blau. Habe meine Blüte aufgeklebt, den schönen roten Rand unten drunter. Meine Schmetterlinge, die wölben sich noch ein bisschen, da ich mit Feuchtkleber gearbeitet habe. Aber das trocknet ja glatt auf, das macht nichts. Jetzt weiß ich auch, warum dieser Bleistiftstrich sich so schlecht entfernen ließ. Ich habe den Fehler gemacht und habe zuerst gegrillt. Ich hätte erst müssen den Strich bis auf ganz wenig entfernen, dann rillen. Durch das Rillen wurde der Bleistiftstrich natürlich ins Papier gedrückt und so kam der Radierer nicht richtig an, um das Ganze zu entfernen. So, das ist soweit die Karte. Jetzt habe ich hier noch mein größeres Herz.
Das möchte ich als Verschluss hier unten drunter setzen. Da gehe ich jetzt hin und schneide mir mit der Schere gleich eine Linie, so etwa 2-3 mm breit. Die werde ich natürlich auch erst aufmalen. Stift. Und jetzt nehme ich einen, der spitzer ist. So. Einen roten. Mache ich mir jetzt hier erstmal eine Hilfslinie. So, die ist schon fast zu breit, kann noch ein bisschen schmäler sein. So, die Breite reicht gut. So, da kann ich jetzt mit meiner Schere etwas ausschneiden aus meinem Herz. Ein Streifen, schön gerade, bis etwas über die Hälfte. So, und von dieser Seite genauso, schön schmal, dass nicht zu breit wird, sonst hält das nicht. So, entferne diesen Streifen und kann das dann als Verschluss für meine Karte von oben einschieben. So bleibt meine Karte geschlossen. Es ist noch ein Herz angebracht. Jetzt habe ich hier noch kleine Herzchen, die möchte ich jetzt hier bei meinem Schmetterling noch als Schmuck ansetzen. So, ich habe jetzt noch einen Herzstanz für ganz kleine Herzen. Da werde ich hier oben wie so Punkte und hier auch ansetzen. Und somit wäre meine Karte dann schon fast fertig. Es kommt noch ein Textstempel, den ich innen zur Blume noch setze. Aber das seht ihr ja in meiner fertigen Karte. Ich hoffe, meine Kartenidee gefällt euch. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Und viel Spaß beim Basteln. Bis dann. Tschüss.